diese vier Frauen. Einmal Asiye, zweitens Maryam, drittens Hatice und viertens Fatima. Die vier. Die werden die Mütter oder die Geschwister, die großen Geschwister im Paradies von Frauen sein. Deswegen, die Frauen, unterschätzt euer Können nicht, unterschätzt nicht, was ihr eigentlich wert seid oder was ihr leisten könnt. Maryam, Mutter Maria, sie hat sich gegen alles gestellt, was richtig war. Sie war sehr fromm, sie war eine gläubige Jüdin. Sie hatte eine kleine Baracke neben einer Synagoge. Sie war täglich damit beschäftigt, zu beten. Sie war eine Heilige. Jeder wusste auch, dass sie heilig ist. So sehr haben sie sie gemocht. Und als Allah sie belohnt hat damit, einen Menschen auf die Welt zu bringen ohne Vater. Es gibt zwei Menschen, die ohne Vater auf die Welt gekommen sind. Einmal Adam a.s. und einmal Isa a.s., Jesus. Aber Adam ist auch ohne Mutter auf die Welt gekommen, aber Jesus hatte eine Mutter, nur ohne Vater. Als sie schwanger war, natürlich als ihr Bauch auch größer wurde, sie wusste nicht mehr, was sie machen soll. Sie ist in die Wüste gegangen, meinte, oh Allah, was soll ich nur machen? Was soll ich nur sagen den Leuten, die sagen werden, wem gehört dieses Kind? Ich dachte, du warst nie verheiratet. Also bist du eigentlich eine schlechte Frau, die mit irgendwelchen Männern vielleicht was gemacht haben und jetzt schwanger geworden ist und du bringst ein uneheliches Kind auf die Welt. Was soll ich nur machen? Und währenddessen ist sie gelaufen, hat einen Baum gesehen. Dieses Baum in der Wüste war natürlich schon ausgetrocknet. Und dann hat Allah natürlich durch eine andere Stimme zu ihr gesprochen, meinte, oh Maryam, fass den Baum an. Und sie hat den Baum angefasst. Und auf einmal wurde dieser Baum grün und hat sofort Früchte gegeben. Dattelfrüchte, war ein Dattelbaum. Allah meinte, iss von diesem Baum und sie hat auch gegessen. So wie wir dem Baum Leben geben, werden wir dich auch so beschützen. Hab keine Angst. Nimm das Kind, gebäre das Kind und sie hat das Kind auch an dem Baum geboren. Isa a.s. wurde an diesem Baum geboren. Nimm das Kind und geh. Du redest nicht. Wenn die dich was fragen, mach nur Zeichen. Sag, Allah weiß, wem das Kind gehört. Und die Engel hier rechts und links sind meine Zeugen. Viele Christen wissen nicht mal, wieso sie das hier machen. Frag mal einen Christen, wieso macht ihr das? Weil das kommt von Maryam. Maryam hat gesagt, Allah weiß, wem das Kind gehört. Und beide Engel sind Zeugen, weil sie sollte nicht mehr reden. Sie sollte, wie nennt man das? Schweigefasten nennt man das. Sie sollte schweigen, nicht reden. Und sie hat das immer wiederholt. Die haben das nicht verstanden. Die wollten sie sogar fast töten mit Jesus. Und dann hat Allah zu Jesus gesagt, was noch 2 Stunden alt ist, rede. Und Isa a.s. hat gesprochen. Ein Kind, was gerade auf die Welt gekommen ist, hat gesprochen. Ich bin Jesus. Ich bin Messias, der Prophet, auf den ihr gewartet habt. Und ich bin Gesandte von Allah. Und ich bin ohne Vater auf die Welt gekommen. Und Maryam ist meine Mutter. Sonst, wie sollte Maryam überhaupt überleben? Wie sollte Maryam damals in der Zeit überleben? Weil uneheliche Kinder wurden auch vielleicht hingerichtet und die Frauen auch. So hat sie überlebt. So eine starke Frau. Deswegen, die Frauen heutzutage haben auch dieselbe Aufgabe. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, in der Endzeit wird die Religion über die Frauen weiterlaufen. Die Männer werden sehr schwach sein. Und so ist es auch. Wer war stark, als Moses kam? Asiye war stark. Wer war stark, als Jesus kam? Maryam war stark. Wo waren die Männer? Die Männer waren schwach. Und heutzutage auch, die Männer sind schwach. Die Frauen sind stärker im Iman als die Männer. In der Zeit, wo der Satan, der Iblis, seine Macht hat, komischerweise sind die Männer viel schwacher als die Frauen im Glauben. Und heutzutage auch, so wie unser Prophet gesagt hat. Wir brauchen Maryams, wir brauchen Asiyas, wir brauchen Fatimas, wir brauchen Hatijas. Hatice, die Frau von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, eine groß angesehene Frau. So wie heute Bill Gates Frau vielleicht, oder so reich wie er oder sie. So reich war sie. So ein Reichtum.
Aber als ihr Mann, also unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, das Prophetentum ausgesprochen hat, hat sie sofort ihr ganzes Reichtum ihm gegeben. Für Allah. Alles. Und wisst ihr, wie sie danach gelebt hat? Wie eine Bettlerin. Sie hatte nichts mehr. Sie hatte sogar Tage, wo sie nichts gegessen hat. Sie hatte Tage, wo sie gehungert hat. Deswegen die Mutter aller Frauen im Paradies. Allah soll unsere Frauen, unsere Töchter, inshallah, genauso in solchen Makam bringen wie diese Frauen und so stark sein wie diese Frauen. Und dass wir auch solche Frauen in Gemeinden haben, die auch so stark sind und für Allah auch Hizmet und dienen, inshallah, Hizmet machen und dienen. Min Allah Tawfiq al-Fatiha.